Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Diesmal nicht Photoshop oder After Effects, sondern Adobe Illustrator. Und da möchte ich euch ganz einfach heute zeigen, wie man realistische 3D-Texte erstellen kann und diese da natürlich auch in Photoshop einfügen und so verwenden. Ja, ihr habt gefragt, ob ich ein Tutorial machen könnte, wie man diesen Wallpaper erstellen kann. Den gibt es ja auf meiner Homepage auch zum Download. Ist momentan Platz 1 der Downloads. Und freut mich natürlich, dass das so gut ankommt. Wenn ihr wissen möchtet, wie man so etwas erstellen kann, dann schaut euch auf meinem Kanal unter Playlists und Photoshop dieses Tutorial an. Die wieder leuchten 3D-Text, Metalleffekt, bla bla bla. Da erkläre ich nämlich, wie man einen 3D-Effekt erstellen kann und wie man diese Linien hier machen kann. Das kann ich entweder auch mal in einem Tutorial zeigen oder einfach auf YouTube schauen, denn da gibt es sehr viele Tutorials über diese Pfade. Ich möchte sogar behaupten, da habe ich auch ein Tutorial gemacht. Einfach mal schauen. Ja, genau hier, Pfade in Photoshop. Behandelt sogar dasselbe Thema. Einfach das einfach auch mal anschauen, diese beiden. Wie gesagt, unter Playlists, Photoshop Tutorials könnt ihr das finden. Ja, und ich möchte euch zeigen, wie man in Adobe Illustrator ganz einfach 3D-Texte erstellen kann, die auch wirklich realistisch aussehen. Realistisch. Und zwar, weil in Photoshop kann man das natürlich auch machen, eben diesem Tutorial, das ihr euch noch anschauen könnt. Allerdings eben nicht realistisch. Also meistens sieht das dann ein bisschen verzogen aus oder ist eben perspektivisch nicht korrekt. Und da gibt es hier in Illustrator relativ gut die Möglichkeit, das Ganze darzustellen. Wenn ihr das öffnet, geht ihr hier einfach auf Web und dann eine irgendeine Größe ausnehmen wählen. Ich nehme jetzt hier einfach das Größte. Klick auf OK. Die ganze Fläche brauche ich eh nicht. Das ist einfach nur, damit ich auch eine Fläche zum Darstellen habe. Die wichtigsten Werkzeuge in diesem Bereich jetzt ist einmal das Textwerkzeug und das Auswahlwerkzeug. Da in Illustrator nicht alles so läuft wie in Photoshop, dass man da kurz mit Leertaste was verschieben kann, das geht dann hier nicht. Man muss immer erst dieses Werkzeug auswählen. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Wir gehen hier auf das Textwerkzeug, machen hier jetzt rein die Video leuchten. So, das Ganze können wir jetzt markieren. Natürlich größer machen. 200 ist vielleicht doch ein bisschen zu groß. 150. So, und ihr seht, ich kann das Ganze jetzt hier nicht wegschieben. Wir müssen jetzt hier erst wieder auf dieses Werkzeug gehen und das Ganze jetzt eben auf die Ebene machen. So. Gibt es natürlich auch einen Tastenkürzel für V, wenn ihr auf V klickt. So. Das Wichtige ist jetzt erstmal, dass wir hier an diesen Optionen etwas einstellen. Einmal die Schriftfarbe und die Schriftkontur. Wenn wir das Ganze nämlich jetzt so lassen, Schriftfarbe schwarz und Kontur keine, dann wird das Ganze später so aussehen, dass man eben nur schwarze Flächen sieht. Dadurch ist der 3D-Effekt sozusagen nicht erkennbar. Adobe Illustrator wirft natürlich Schatten. Die kann man so einstellen, dass eben Schatten geworfen werden, aber er wirft wie gesagt nur Schatten und er fügt kein Licht hinzu. Von daher schwarz auf schwarz bleibt schwarz. Also machen wir hier bei Kontur eine hellere Farbe oder eine dunklere Farbe. Je nachdem, bei weißem Papier bietet sich jetzt an, einfach die Farbe des Textes heller zu machen. Natürlich muss das Ganze auch ausgewählt sein. Also die Farbe vielleicht auf ein Grau und die Kontur können wir dann auch schwarz machen. Und das Ganze sieht schon mal so aus. Das nächste, was wir brauchen, ist Effekt 3D. Ach, das Ganze noch auswählen. Im Textwerkzeug geht nicht. Ihr müsst immer erst wieder auf dieses Werkzeug zurück. Und dann eben auf Effekt 3D und extrudieren und extrudieren und abgeflachte Kanten. Und wir sehen jetzt hier einen Würfel, den können wir beliebig drehen, wie wir möchten. Aber es verändert sich nichts im Bild. Ja, warum? Wir müssen immer darauf achten, dass hier diese Vorschau auf 0 steht. Wir gehen jetzt hier mal auf Vorn, klicken hier auf Vorschau und logischerweise hat sich jetzt erstmal nichts geändert, bis auf dass das Schwarz ein bisschen stärker wurde, weil jetzt eben eine Art 3D-Effekt stattgefunden hat, aber den sieht man ja nicht, weil wir gerade frontal auf das Ganze schauen. Jetzt bewegen wir das einfach mal und ihr seht, damit das Ganze sich schnell bewegen kann, wird das erstmal im Raster dargestellt und sobald wir loslassen, wird dann eben ein 3D-Effekt erstellt, den man hier jetzt sehen kann. Ihr könnt das Ganze im Rad drehen, ihr könnt das Ganze hier drehen, ihr könnt die einzelnen Kanten auswählen, damit das Ganze nur zur Seite beweglich ist oder nur von oben nach unten. Ihr könnt natürlich hier auch was eingeben, wenn wir hier alles auf 0 machen. Ist es natürlich ganz nach vorne, dann können wir einstellen, das Ganze soll von oben vielleicht so 1-2%, 5%, ja, je nachdem. Oder eben genau andersrum, machen wir ein Minus davor, dann geht es nach unten. Dann haben wir natürlich noch ein paar andere Einstellungsmöglichkeiten. Einmal die Tiefe, das wäre dann bei 100 Pixel natürlich weiter nach hinten und bei 500. Dementsprechend eben wird dann der 3D-Effekt immer stärker.
aber auch nicht mehr so schön. Lassen wir das Ganze mal auf 150. Ups, nicht 1500. So, können wir das Ganze mal lassen. Machen wir vielleicht minus 3. Ja. Dann gibt es weitere Einstellungsmöglichkeiten. Einmal können wir hier noch eine abgeflachte Kante einstellen. Habe ich bisher noch nie verwendet. Als ihr seht, da wird dann einfach das Ganze ein bisschen verändert. Dauert dementsprechend aber auch länger, da er das Ganze erst wieder verarbeiten muss. So, ihr seht, das Ganze hat jetzt in der Kontur sich verändert. Mir persönlich hat da von diesen möglichen Effekten noch nicht viel gefallen. Von daher lasse ich es immer auf ohne. Ihr könnt einstellen, ob das Ganze leer sein soll. Sprich, man sieht nicht die vorderen Kanten, sondern nur die äußeren Teile oder eben voll. Ihr könnt hier die Schattierung einstellen. Drahtmodelldarstellung ist logischerweise nur das Modell des Ganzen. Dann keine Schattierung ist ganz normal. Diffuse Schattierung ist ein bisschen mit Licht und Kunststoffschattierung, so ein bisschen der Effekt, als wäre das eben so ein bisschen Kunststoff. Ja, ich denke mal, ihr dürftet wissen, was damit zu meinen ist. Perspektive ist auch ganz cool. Damit könnt ihr sozusagen einen dritten Punkt simulieren. Ihr kennt das vielleicht vom Zeichnen im BK, ein Fluchtpunkt. Sozusagen wird dann hier ein Fluchtpunkt erstellt. Wie erkläre ich das am blödsten? Ihr seht, jetzt haben wir gerade eben eine 3D-Animation erstellt, die eben den Text nach hinten oder nach vorne oder je nachdem halt zeigen lässt. Aber Perspektive auf 0 Grad, sprich wir haben keinen Nullpunkt, wo der Text hin verläuft. Wenn wir jetzt hier die Perspektive mal hochsetzen auf 50, dann seht ihr, geht das Ganze so ein bisschen nach hinten, wie eben in der Perspektive das sein sollte. Allerdings finde ich es ein bisschen komisch, dass eben hier jetzt bei mir dann diese Bereiche nicht mehr angezeigt werden, selbst wenn ich jetzt zurückgehe auf 20 oder sowas, die bleiben jetzt auch, wenn ich auf 0 gehe. Dann funktioniert es wieder okay. Aber komischerweise ist das bei mir so, dass das nicht richtig dargestellt wird. Das finde ich ein bisschen schade. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, woran das liegt. Also ich kenne mich nicht so damit aus. Aber weiß auch nicht. Wir machen, lassen es jetzt einfach mal so. Vielleicht ändert sich das ja noch. Ja, jetzt haben wir hier unsere 3D-Text erstellt. Wir markieren das Ganze jetzt einfach, klicken jetzt auf Steuerung C, gehen jetzt in Photoshop, öffnen hier eine neue Ebene. Na? Neu. Nein, das wollten wir natürlich nicht. Ich dachte eigentlich schon eingespeichert. 1280 mache ich hier jetzt wieder mal 720. Und jetzt einfach Steuerung V. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze in ein Smart-Objekt zu formatieren, eine Formebene, ein Pfad oder eben in einzelne Pixelteile. Wir wollen ein Smart-Objekt, denn Smart-Objekte könnt ihr beliebig vergrößern und verkleinern, das ist egal. Solange es eben ein Smart-Objekt bleibt, könnt ihr es, selbst wenn ihr es ganz klein gemacht habt, noch komplett wieder groß ziehen, ohne dass eine Pixelveränderung da, stattfindet. Und wir haben jetzt hier in Photoshop unser Vektor. Wie gesagt, Vektoren sind eben dazu da, ihr könnt die so groß ziehen, wie ihr wollt. Selbst wenn wir den jetzt ganz klein machen, auf Enter drücken, dann ist das, kennt man es ja von Photoshop, dass, wenn man es jetzt größer zieht, das Ganze verpixelt wird. Aber nein, wenn wir es jetzt wieder groß ziehen, bleibt das Ganze gestochen scharf. Ihr seht bei mir jetzt leider dieses Problem. Wenn ihr wisst, woran das liegt, vielleicht kennt ihr euch mit Illustrator besser aus als ich, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich anschreibt. Ich habe mir überlegt, vielleicht liegt es auch an der Schrift. Nehmen wir mal Arial. Damit dürfte das Ganze eigentlich nicht passieren, aber ihr seht genau da dasselbe Problem. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es irgendwie an mir liegt, ob ich irgendwie eine falsche Einstellung gemacht habe. Wie gesagt, ihr dürft mich natürlich berichtigen, auch ich lerne gern dazu. Ich kann ja auch nicht alles hundertprozentig wissen. Das Problem hatte ich schon immer. Ich habe ja als Illustrator schon länger, auch schon letztes Jahr, viel damit rumgemacht, eben was 3D angeht. 3D-Texte, das Problem hatte ich schon von Anfang an, bekomme es auch leider nicht weg. Was ich eigentlich schade finde, weil ich die Perspektive eigentlich sehr gern verwende. Aber gut. Ja, das war's mit diesem Tutorial. Ihr könnt natürlich hier jetzt in dieser Ebene, ich habe es jetzt leider ein bisschen verbockt, mehr oder weniger. Wo haben wir hier unsere Ebenen? Beziehungsweise da, wo angezeigt wird, was wir gemacht haben. Also die einzelnen Teile, auch in Photoshop. Ich weiß nie, wie das hier aussieht, welches das hier ist, weil dann könnten wir nämlich das dort anklicken und die ganze Datei nochmal bearbeiten. Naja, ist auch egal. Vielleicht haben wir hier noch ganz kurz Fenster. Aktion. Ja, hier haben wir es, oder? Aktion.
Nö. Ist ja auch egal. Ich wollte ganz einfach zeigen, ich hätte das gerne rückgängig gemacht, dass wir hier eine glatte Fläche haben. Ihr könnt jetzt hier das Ganze natürlich mit Rechtsklick auf Ebene rastern, damit das Ganze eine normale Ebene wird. Ihr könnt das Ganze einzeln auswählen, das heißt, wir können hier unsere Bereiche nehmen, die wir dann eben bearbeiten. Oder ganz einfach neue Ebene, das Ganze hier mit Steuerung anklicken. Farbverlauf, wir nehmen jetzt hier mal was Blaues. So, einmal rüberziehen. Steuerung D und dann einfach Ebenenstil ineinander kopieren. Und hätten wir theoretisch auch schon einen Farbeffekt auf dem Ganzen drauf. Aber funktioniert das hier nicht so schön wegen dem Problem, das ich eben habe. Also wie gesagt, wenn ihr eine Lösung wisst, einfach mich anschreiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ich konnte damit wieder mal ein bisschen Kreativität zutage bringen sozusagen. Wir sehen, schreiben, hören uns. Bis zum nächsten Video und ciao.